Hallo und willkommen zu diesem Spiel, bei dem es leider in Strömen regnet. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und wir freuen uns heute auf ein Gruppenspiel aus diesem Wettbewerb. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb, Wolf. Da wollen natürlich beide heute überzeugen, beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte, von daher dürfte es interessant werden. Das ist die heutige Aufstellung der Gastgeber in diesem Spiel. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Baumgartl. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Gomez. Behrens. Jetzt ist Platz für den Konter. Robin Hack. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Baumgartl. Robin Koch. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Leonardo Bittencourt. Robin Koch, Arne Meyer. Felix Klaus. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Das Ding müssen sie machen. Es bleibt beim 0:0 und ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein. Und Bart Schuber. Robin Koch. Sie holen sich den Ball. Da holt er den Ball zurück. Philipp Ox. Leonardo Bittencourt. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Sie unterstützen gut. Ox. Jetzt Bart Schuber. Mecha. Lukas Mecha. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Leonardo Bittencourt. Robin Koch. Sieht gefährlich aus. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Jetzt die Ecke. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Robin Koch. Baumgartl. Der Ballverlust. Tim Kleindienst. Robin Hack. Unaufhaltsam. Jetzt vielleicht die Flanke. Holt sich den Ball im eigenen 16er.
Felix Klaus. Robin Koch. Wird das eine Torchance? Gute Grätsche, er hat den Ball. Jetzt Gomez. Virgil Misijan. Behrens. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Ja, das könnte was werden jetzt. Und da kommt er an den Ball. Könnte gefährlich werden. Das frühe Stören jetzt. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Auf außen ist jetzt Platz. Jetzt die Flanke. Gondorf. Behrens. Robin Hack. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Löwe. Gute Aktion. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Zu hoch, da kommen sie nicht dran. Gut, den Ball erobert, hat diesen Pass da geahnt. Arne Meyer. Auf außen ist Platz. Robin Koch. Leonardo Bittencourt. Jetzt vielleicht. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie. Haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Den hat er klasse ins untere Eck versenkt, Buschi. Ja, und den wollte er genau dahin haben. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gondorf. Philipp Ochs. Badstuber. Arne Meyer. Jetzt müssen sie aufpassen. Da lassen sie den Ball gut laufen. Gefährlich! Ist es das? Kein guter Abschluss hier. Felix Klaus. Robin Koch. Baumgartel. Philipp Ochs. Leonardo Bittencourt. Gut gearbeitet, er hat den Ball. Kein guter Pass, weg ist der Ball. Ochs. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Arne Meyer. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Toller Pass. Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. B.
Behrens. Gondorf. Virgil Misijan. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Sebastian Jung. Da können Sie klären. Den Ball holt er sich. Hat da genau gewusst, was er vorhat. Gutes Tackling. Gute Zweikampfführung. Das könnte vielleicht was werden. Und er pfeift. Freistoß. Er wird den Ball reinbringen. Und was können Sie daraus machen? Jetzt ist es gefährlich. Flanke an den kurzen Pfosten. Die Flanke hat er. Ox. Sie haben Platz. Sieht gefährlich aus. Den Ball kann er klären. Baumgartel. Ox. Guter Vorstoß. Kann was werden. Lukas Meja. Robin Koch. Ox. Bartstuber. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Klasse Pass! Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Felix Klaus. Arne Meyer. Leonardo Bittencourt. Gute Aktion! Könnte sein, dass der Spieler, der da am Boden liegt, sich eine Muskelverletzung zugezogen hat. Jetzt kommt der Wechsel, der verletzte Spieler muss runter. Ach, schade, dass er nicht weitermachen kann. Jetzt die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Das frühe Pressing jetzt. Behrens. Da wäre jetzt Platz. Sie versuchen es flach. Ah, sie verpassen den Ball. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Sie bekommen den Abstoß. Gondorf. Avevor. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball.
Badstuber. Robin Koch. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Felix Klaus. Hereingabe in die Mitte. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Es gibt hier die Ecke. Ecke. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Gondorf. Behrens. Robin Hack. Jetzt der Vorstoß. Löwe. Gondorf. Macht er gut. Jung. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Kann er was draus machen? Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Leonardo Bittencourt. Robin Koch. Leitner. Ochs. Gefährlich! Felix Klaus. Kommt jetzt die Flanke? Was macht er draus? Jetzt vielleicht. Der Ball geht an den Pfosten. Ballverlust. Felix Klaus. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Felix Klaus. Robin Koch. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Mecha. Sieht gefährlich aus. Leitner. Klasse Pass. Kein Problem für den Torhüter. Rückpass jetzt in Richtung Keeper. Baumgartl. Robin Koch. Ochs. Arne Meyer. Robin Koch. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Und jetzt gibt es Einwurf. Leitner. Leitner. Und jetzt die Chance. Das ist noch gefährlich. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Jetzt der Eckball.
Da geht er hin zum Ball. Gut gemacht bei diesem Eckstoß. Gut aufgepasst vom Torwart. Arne Meyer. Der Ballverlust. Da gibt er zurecht. Freistoß. Spielt den Ball kurz. Ahnt hier, da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne in der Wiederholung nochmal anschauen. Und das war wichtig, dass die Fahne hochgeht. Sonst hätte er hier das Tor machen können. Jetzt der Ballverlust. Baumgartl. Robin Koch. Arne Meyer. Die lassen sich Zeit im Aufbau. Felix Klaus. Da passt er auf. Ball geklärt. Ja, das sieht gut aus. Da können sie erstmal klären. Noch ein Eckball. Die Ecke kommt rein. Leitner. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne. Also klar, Leonardo Bittencourt. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Gomez. Tim Kleindienst. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Er will den Ball. Gefällt ihm natürlich nicht, was hier gerade passiert. Virgil Misijan. Macht das da gut. Er kann ihn reinbringen. Und die Flanke hat er. Baumgartl. Robin Koch. Ochs. Leitner. Leitner. Leitner! Was für eine Szene! Toller Schuss mit ganz viel Gefühl, technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp! Das wäre ein Kandidat für das Tor des Monats gewesen. Was für ein Distanzschuss! Ah, da hätte er eigentlich einen Treffer verdient gehabt. Leitner, Bartstuber, Arne Meyer, wird's jetzt gefährlich? Leitner, die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen.
Baumgartl. Ochs. Leitner. Robin Koch. Klasse Pass. Klasse Pass. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Da passt er auf und hat den Ball. Gut den Ball verteidigt. Virgil Misijan. Jung. Gondorf. Mario Gomez. Virgil Misijan. Jetzt kann er flanken. Gomez. Tim Kleindienst. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Sie versuchen jetzt hier ein Stück weit die Zeit runterzuspielen. Was meinst du, Buschi? Naja, ich kann's. Zur Pause steht's 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand.